Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. The Ballad of Gay Tony. Ich kann Tische durch Gegend schieben, ich bin Luis, ich bin der König. Was kann man damit denn jetzt Feines machen? Ey, ohne Scheiß, der Tisch sieht genauso aus wie der Tisch, auf dem Dennis, Christian und ich gestern gegrillt haben. Also beziehungsweise das gegrillte Fleisch verzehrt haben. Wir haben nicht auf einem Tisch gegrillt. Das wäre unsinnig, außer man hat einen Tischgrill natürlich. Oh Gott, ist das alles so verwirrt. Egal, wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Während ihr diese Folge hört, müsste ich im besten Falle im wunderschönen Wetter in München in einem Biergarten chillen. Weil jetzt am Wochenende bin ich im Urlaub. Moment. Armando für den Waffenwellen, genau. Das Wochenende über Pfingsten bin ich in München. Okay, Bro, I'm coming. Hab da ja mal ein paar Monatchen gewohnt und ich fand die Stadt einfach ganz angenehm, also sehr hübsch und vor allen Dingen hatten die gutes Bier und da hab ich mir gedacht, schenkst du doch mal deiner Freundin so einen Wochenendtrip zum Geburtstag. Und deswegen, ja, wird jetzt hier gerade mal wieder massivst vorproduziert von mir. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Pfingstwochenende. Vielleicht seid ihr auch unterwegs, dann seht ihr die Folge jetzt viel später erst. Haben wir da gerade ein Lost-Mitglied durch die Gegend geschoben. Es tut mir natürlich sehr leid. Nicht. So, dann lass doch mal hier zu Armando gehen. Ich war, glaube ich, bei der letzten Aufnahmesession überrascht, dass das noch nicht vorbei war. Ich dachte, wir würden gegen Ende gehen. Yo, 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 Armando! Stop selling drugs, bro. Getting these guns is so much easier. This will get your dick hard. Don't get too cocky, bro. You got priors. So. Die haben wir auch schon. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, ich soll mir diese verrückte Pistole kaufen. Aber die haben wir doch schon, sehe ich gerade. Die haben wir nicht. Weil wir die, glaube ich, leer geschossen haben. Nein, oh Gott, nein! Nein, oh Gott! Ich habe auf E gedrückt. Ah, Junge, ich war noch nicht fertig. Ach, Mann, ich brauchte doch noch eine schusssichere Weste. Okay, drauf gekackt. Hingekackt und hingeschissen. Ja, was soll das jetzt hier, Mann? Du willst mich stressen, oder was? Willst du mich stressen? Ab zu Tony, würde ich sagen. Tones. Tony Tones. Looney Tunes. Oh Gott. Oh mein Gott. So, auf. Mal gucken. Oh mein Gott, ey, ist jetzt schon wieder... Was ist denn jetzt nochmal als letztes passiert? Weißt du, das ist das Verrückte, wenn man so viele Spiele parallel spielt. Weil da muss man sich immer irgendwie... Man braucht immer so kurz... So, was war jetzt eigentlich genau? Ich weiß noch genau, wie ich von dem Russen-Typen angegriffen wurde. Dann weiß ich noch, wie die Diamantenübergabe schiefgelaufen ist und wir mit dem Boot weggefahren sind. War das das Letzte, was passiert ist? Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Stimmt, da wurden wir ja noch von der Ollen voll angezackt, von wegen, wir sind voll die Pussy und so weiter und so fort. Fand ich nicht nett, aber die ist ja eh nicht nett. Gracie hieß die, glaube ich. Ach, schön hier. Ach, einfach schön hier. Immer noch ein schönes Spiel, ganz ehrlich. Also, in manchen Situationen sieht man dem das Alter natürlich sehr stark an. Aber jetzt so, wenn man hier gerade über diesen Times Square fährt, das ist doch schon... Kann schon was, finde ich. Oh, oh, oh. Wo nicht? Ah, ich freue mich auch auf... Jetzt kommen demnächst so viele geile Open-World-Spiele. Also Watch Dogs, Saints Row 4, GTA 5. Ah! Da wird man ja ganz bekloppt bei. Du hast dein Ziel erreicht. So, mal gucken, was abgeht. Departure Time. Oh, Tones ist aufgeregt. Tones ist aufgeregt. Das habe ich gerade schon an seinem Gang gesehen und an der Tatsache, dass er eine verkackte Pistole in der Hand hat. Oh mein Gott. Fuck off, Luis. Ah ja, genau, wir wollten... Stimmt, ich sollte ihn töten. And quietly wait to die. I lived it hard, and now I'm ready to end it. Oh, shut up, you hysterical fucking queen. Get a grip, bro. Oh, yes, silly me. Silly fucking me. The Russian mob want me dead. My best friend just contemplated murdering me. The mob are on my case. I'm massively in debt, and I just lost $2 million worth of diamonds. Any other man would just
dust himself off and carry on. Look, okay, I'm sorry I thought about killing you. I really am. But if you keep up with the bullshit, I might have to kill you for real. Fuck off, Luis! No, you fuck off, Tony. I didn't kill you. I wanted to. Why? Because you've become a useless junkie fuck. That's why. But I didn't. And now, it's you and me against the world, okay? And if your brains ain't working right, then I'll make the decision for us, okay? It's Bulgari or us. Or you can shoot us both and make his life easy for him. Boah, da haben wir ihm aber gegeben. I only hired you because I thought you were dumb. Yeah, thank you very much. You're welcome very much. Lass die Scheiße da liegen, Alter. Ja, genau. Yes, I'm coming now. Ich hätte jetzt allerdings gerne eine schusssichere Weste, falls wir uns wirklich gegen Bulgarin stellen und den jetzt versuchen zu killen. Am geilsten wäre, wenn wir ihn mit einem seiner Gitarren kaputt haben. Dann wollen wir uns mal zu Crockett Avenue. Ach fuh, ich scheiß auf dich, Navigation. Take out their income stream, and then we're gonna take them out. End this bullshit. Okay, I'm armed, I'm dangerous, let's fucking do this! Monty, give me a break. What? We're in this together! Tony, bro, I love you, but I shall handle this alone. I don't want you getting yourself killed. Then you're gonna have to punch me out again, Lou. Don't make me, man. You know you're just gonna slow me down, bro, and kill us both. I want at least one of us to survive. Lou? Look, D, don't go home. Don't go to the clubs. Don't go nowhere anyone might conceivably think to look for you. There aren't many places like that left in the city, I'm afraid. Come on, where you think you can hide that no one would expect? I have no fucking clue. Dukes? I ran away from there when I was a kid, and I swore blind I'd never go back, apart from to catch a plane. Okay, cool. Hit up, like, that Monoville Monument thing in Meadows Park. Hang out for a few hours. If I survive this shit, I'll find you. If I don't show, then I'm gone. Move to Brazil. Move somewhere. You'll never look back, T. I thought I was the annoying drama queen in this pairing. Serious, T. This is my last testament. Yo, send some money to my mom sometimes. Tell her I love her. Okay, Lou, shit. You'll be fine. Shit. No one in this whole crazy town is crazy enough to take you down. Boah, Alter, ey. Okay, wie gesagt, ich hätte jetzt gerne eine schusssichere Weste und das war in der Tat sehr dramatisch von dir, Lou. Begib dich ins Funland. Oh, endlich passiert mal hier was. Das haben die von Anfang an geplant, als sie das designt haben. Wo verstecken wir? Haben wir uns da gerade versteckt? Ja, total. Habt ihr gesehen, wie wir uns versteckt haben? Wie die Überpros, Alter. Wir sind so stealthy einfach nur. Now we own junk trade in Liberty. Anyone need package, they must deal with us. Mhm. I let you make no profit. Gegner oder nicht Gegner? Nein, keine Gegner. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. Da werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei Leute auf mich warten hier hinter. Ist nur so eine Vermutung. So wie der da. Den ich nicht treffe, leider. Was mich gerade ein bisschen ärgert. Egal. Aus der Deckung gehen. Schießen, in die Deckung gehen. Okay, das hat funktioniert. Haben wir überhaupt noch ein MG? Nein, haben wir nicht, aber vor uns liegt eins. Komm, nimm das auf. Nimm es auf. Okay, 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 okay. Müssen wir erstmal einen Überblick verschaffen. Oh, das war Knäppkes. Die sind schon direkt angerannt, kommen die Arschkekse. So, mal ein bisschen Bum-Bum machen. Boah, diese Häuschen hier, die sind aber auch stabil. Das ist überaus angenehm. Oh, die Musik ist super geil. Sehe ich da hinten noch einen? Ich meine schon. Oh. Hey! Hey! Come out, you puto!
Okay. Okay, das war okay bisher. Wo kam der denn auf einmal her? Uncool. Ich arbeite mich jetzt hier. Alter. Ich glaube, das ist gar nicht so eine dumme Idee gewesen, dass ich mich hier von Deckung zu Deckung vorarbeite. Hier muss man echt tierisch aufpassen, sonst ist man deader als dead. Oh, man kann da nochmal sicherheitshalber. So, kommen sie jetzt wieder rausgerannt? Noch nirgendwo, noch nirgendwo, noch nirgendwo, okay. Muss auf der Hut sein. Okay, bevor ich mich jetzt neben dieses verfuckte Fass stelle und alles explodiert, machen wir das mal lieber selber. Hohoho, habt ihr die Reflections gesehen? Sparen wir uns mal eine RPG. Oh oh. Jetzt habe ich Angst. Okay, die kommen jetzt von hinten. Aber ist ja nur einer, irgendwie. What the fuck? Wo verstecken der Penner sich? Egal. Ich versteck mich hier hinter. Boah. Wo versteckt? Wie alle ihre behinderten. Wie alle so bescheiß Hosen anhaben, ey. Oh, weißt du was? Da ist wieder Zeit für Precision. Komm schon. Komm schon. Oh. Lol, lebt er noch? Lebt der immer noch? Der hat zwei Schüsse von dem krassesten Fuck-Sniper-Gewehr in ganz GTA abbekommen. Na, jetzt ist aber Feierabend hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, kurz nachgeladen. Okay, noch alles gut, alles gut. Komm, die werden noch. Eine Welle wird noch kommen. Oder? Oder erst gleich wieder. Oh, da ist eine schusssichere Weste. Ich glaube, ich habe da hinten auch ein Health-Paket liegen lassen. Da tut mich jetzt natürlich leid. Oh, ja. Vernichte die restlichen Heroin-Lieferungen. Ach, das war noch nicht alles. Na, ausgezeichnet. Da fühle ich mich ja gleich besser. Oh! Ah! Come on, come on. Fuck you, bro. Leute, ey. Kriegt man ja einen Schock. Na, sicher ist sicher. Kann ich hier du. Oh fuck, ich weiß nicht von wo. Da. Ich wurde aber noch von irgendwo beschossen. Von hinten oder? Ne, ich. Ah, ich kann's nicht. Doch, von hinten! Holy fuck! Ah, oh, schon wieder beschossen. Ah, von da. Ah, wieso treffe ich die nicht? So. Kann ich nicht hier durchgehen? Ich will hier durchgehen. Ja, kann ich auch. Ne, kann ich. Vielleicht kann ich aber nicht. War nur eine Vermutung. Wo kommen die denn alle her? Motherfucker, ey. Oh. Boah, erstmal wieder Deckung. Oh, dich hätte ich wahrscheinlich bestimmt übersehen. Bam. Down. Man muss ja immer sicher gehen. Okay, jetzt muss ich mal wieder auf meine andere Knarre umsteigen. Kurz nochmal links gucken. Ich sehe jetzt gerade nichts. Okay,
Gehen wir doch mal hier auf die andere Seite. Yep, da wurde auf uns geschossen und wir wurden sogar getroffen. Von da. Was mache ich denn hier? Alter, ist das abgefahren. Hier sind überall Leute. Krieg ich mal echt. Hallo? Ja, dann explodier halt nicht, was soll das? Irgendwo links ist noch einer, da hinten. Wieso will das nicht explodieren? Das riecht mich hammermäßig auf.